Da hat meine Mutter heute doch tatsächlich behauptet, dass ich doch angeblich schon zu alt wäre, mit irgendwelchen Plüschhasen zu spielen. Wenn ich nochmal so recht drüber nachdenke, könnte der Satz Mama, ich spiele heute Mr. Hobbs Playhouse 2 doch auch ein wenig missinterpretiert werden. Mein Name ist auf jeden Fall Tobitus und ich begrüße euch zur lang erwarteten Fortsetzung Mr. Hobbs Playhouse 2. Wohlgemerkt, vorerst nur die Demo. Leute, ich bin auf jeden Fall heiß wie ein knusprig getoastetes Toast im Toaster und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. Nun gut, so werden wir auf jeden Fall instant in die Demo reingeworfen und ich würde sagen, wir werden uns jetzt hier erstmal kurz einen kleinen Überblick verschaffen. Lasst euch übrigens nicht von dieser 2D-Optik verscheuchen. Das Game wird es auf jeden Fall noch in sich haben. So viel kann ich schon mal versprechen, liebe Freunde. So, hier können wir einmal kurz die Treppe runterlaufen. Okay, mit Shift können wir rennen, mit Space können wir springen. Darf ich mal bitte fragen, warum da so ein schwarz-lila-graues Kraut aus unserem Boden wächst? Ich frag mal lieber nicht nach. So, einmal rüber da. Hier können wir, glaube ich, auch noch rein. Nein, die Tür ist natürlich abgeschlossen, soll mir aber auch recht sein. Um ehrlich zu sein, möchte ich hier eigentlich in gar keinen Raum rein. Wow, Mädel! Ganz ruhig, Alter, ich glaube, die waren ein paar Male zu oft im McFit. Was auch immer das jetzt gerade gebracht hat. Was ist das hier? Ein E. E für Esther. Sind wir hier in der Sesamstraße und müssen jetzt Buchstaben von unserem Namen einsammeln? Oder ich frag lieber erst gar nicht nach, Leute. Wir gehen mal wieder raus. Wir schauen uns hier noch ein wenig um. Na, die Tapeten, die sehen auch richtig gut aus, Alter. So ganz dezenter Schimmelbefall, würde ich mal sagen. Oh, die Maurer haben wieder ganze Arbeit geleistet. Dann werden wir hier nochmal ein bisschen gucken gehen, in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht noch irgendetwas Interessantes finden. Ist das jetzt so eine gute Idee, da jetzt ein bisschen näher ranzugehen? Ach, was soll da schon Schlimmes passieren? Sag ich doch, Freunde, ist doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Oh mein Gott. Oh, die Wand ist weg, liebe Freunde. Ih, warum guckt deine Hand aus unserem Fußboden? Nein, 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 nein. Rüber da, rüber da, rüber da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Well? Oh, es war nur ein Traum gewesen. Esther, wir versuchen zu schlafen. You woke us all up again. Du hast uns alle wieder geweckt. Hast du wieder schlecht geträumt, Esther? Es ist nicht nur ein Traum, Isaac. Es ist derselbe Traum, immer und immer wieder. Vielleicht bedeutet er etwas? Vielleicht bedeutet er, dass du verrückt wirst. Ich bin nicht verrückt, Molly. Da seid ihr, ihr Kinder. Mehr Sachen für euch, mit denen ihr Chaos anrichten könnt. Oh nein. Geil. Oh, bitte nicht. Toys R Us. Alter, der gesamte FNAF-Zoo erstmal am Start hier. I'm going to call mine Miss Bo. I'll call mine Mr. Stripes. What are you going to call yours, Esther? Bonnie. Und den male ich dann lila an. Oh, und damit nochmal herzlich willkommen zur Demo von Mr. Hobbs Playhouse 2, liebe Freunde. 1. Verstecken. Okay. So, also, das war wohl eben alles noch so ein bisschen Tutorial gewesen und wir scheinen wohl die liebe Esther zu sein. Ja, wir leben hier in einem Waisenhaus und wir haben heute wohl alle schöne neue Spielzeuge bekommen, mit denen vermutlich so einiges nicht stimmt. Lass mich raten, Toy Story, die wahre Geschichte, liebe Freunde. Gut, ich würde aber sagen, wir werden jetzt erstmal uns hier nochmal ein wenig umschauen. Oh Gott, wenn ich diese Gänge hier schon wieder sehe, du. Da kriege ich ja einen halben Nervenzusammenbruch wieder, du. Oh, nö. Bitte nicht, ey. Das muss doch wirklich nicht sein. So. Down here. Ja, ja, ich komm schon. Ich weiß zwar nicht, warum ich mit denen irgendwas machen soll, weil die Kleine sich eigentlich wie der letzte Arsch verhält. Aber hey, soll uns recht sein, liebe Freunde. Moin, Kollegen. Was geht ab? Finally. Do you want to play hide and seek with us? Eigentlich nicht. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Okay, wir sollen, warte mal, irgendwas sollten wir jetzt gerade mit dem Aufzug machen. Und dann wollen wir auf jeden Fall in der Bücherei Verstecken spielen. Und der Aufzug, ich kann hier nichts mit dem Aufzug machen, das ist die Sache. Hä? 3, 2, 1. Oh, one. Hä? Coming. Was? Mr.
Hop, you wait here. Ach so, ach so, okay, sorry, ich hab's eben falsch verstanden. Ich hab da irgendwas mit Fahrstuhl rausgelesen und dachte, wir müssen den jetzt hier so reparieren oder so. Wir sollten uns hier hinstellen und runterzählen, Leute. Ich hab schon lange kein Versteck mehr gespielt, Leute. Das ist nicht so meine Art von Let's Play, müsst ihr wissen. So, wenn ich nachher wiederkomme, sitzt dieser Hase definitiv nicht mehr dort. 100%. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir werden uns jetzt einfach mal auf die Suche nach den beiden Tunichguten machen. Die knutschen hier 100 pro irgendwo hinterm Schrank rum oder so. warte mal, wie alt waren die nochmal? Ich glaube, ich sollte lieber meine Klappe halten, bevor hier gleich das FBI reinkommt oder so. Ah, hier kommen wir jetzt in die Bibliothek. Alles klar. Mal ganz kurz gefragt, diese anderen beiden Plüschtiere, die bleiben da aber bitte sitzen, ne? Die gehören nicht auch zu dieser Sorte, die sich gleich irgendwie selbstständig machen oder so und dann Gewerbe aufbauen und da habe ich nicht so viel Bock drauf, muss ich schon mal sagen, du. Ah, hier ist wieder ein Hocker, den können wir hier wieder ein bisschen durch die Gegend schieben. Wir merken uns das einfach mal. Gehen wir mal kurz hier hoch. So, die müssen hier doch irgendwo sein. Okay, Leute, ich sag jetzt an dieser Stelle einfach mal nichts. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. So. Wo sind die andere jetzt, sag mal? Isaac, willst du mir helfen oder bleibst du da nur blöd stehen? Okay, da bleibt er definitiv nur blöd stehen. Wo ist denn jetzt die Molly, sag mal? Ich werde dich auch noch erwischen, ich sag's dir schon mal. Die war da doch eben nicht gewesen. Die hackt doch. I was the best at hiding. I don't think you're allowed to move to different hiding spots. Sag ich doch, die hackt. A cheat? You two are lucky. I am even playing with you right now. Can we please keep the noise down? Don't you know this is a library? Yes, Miss Beverly. Eine Bücherei, in der niemand ist, by the way. It's not like anybody else is in here. We can go somewhere else. I'll go get Mr. Hop. Oh, der ist 100% nicht mehr da, Leute. Aber sowas von ist der Hop nicht mehr da. Ich sag's euch, Leute, der sitzt da nicht mehr. Was war das denn gerade? Da war gerade so ein komischer Schatten gewesen. Habt ihr das gesehen? Gehört das zum Spiel oder war das gerade... Ich weiß es nicht. Ich sag's doch, der macht sich selbstständig, Leute. Jetzt müsst ihr alle das Video liken. Zweitens, die Jagd. Oh, okay, das ist... Achso, das sind... Also, es sind schon Kapitel, aber ich dachte, wir spielen jetzt nur ein Kapitel in der Demo. Oh, dieses Mistvieh, Alter. Oh Gott, so ein Pennywise-Hase auch noch, ey. Oh nö. Das muss doch echt nicht sein. Oh Gott, die Musik, da kommen Erinnerungen hoch, ey. Diese Melodie, die hat sich so richtig in mein Hirn eingebrannt im ersten Teil, ich sag's euch. Okay, es ist mitten in der Nacht. Der Hase ist scheinbar weggelaufen. Sein Gewerbe... Anmelden? Sorry, ich hab's fast vergessen, ja? Es ist wirklich schwieriger, als es aussieht, Leute, wenn man das mit Maus spielen muss. Mit Maus, mit Tastatur. Warte mal. Der Tiger, der ist noch da. Okay, das ist schon mal gut. Der Tiger ist ganz bestimmt nicht mehr da. Jetzt haben wir es mit allen dreien zu tun, oder was? Ey, warum tust du mir das an? Oh, hell no. Boah, jetzt kommt die Atmosphäre hier hoch, ne? Da ist das Haar, warte mal. Kann ich hier irgendwie... Alter, was ich hier alles verrücken kann. Meine Güte, schon mal überlegt, irgendwie beim Ikea im Lager anzufangen oder so? Ich glaube, da wärst du super gut geeignet für. So, ja, nicht so ganz. Oh Gott, das ist so furchtbar mit Tastatur hier. So, oh, das Tee haben wir übersehen, Leute. Wir haben das Tee noch nicht gefunden. Oh nö. Warte, da unten läuft wer. Dort läuft irgendwas. Ich hab's gerade gesehen. Habt ihr das gesehen? Irgendwas lief da unten auf jeden Fall im Erdgeschoss gerade rum. Aber warte mal, wenn die Musik von rechts kommt. Ach, das! Das ist da lang gelaufen. Die Alte wieder. Nein, ich bin hier nicht. Du hast da nichts gesehen, du. Auf gar keinen Fall. Nein. Bleibt die da jetzt? Wie cool ist das denn, dass hier auch noch die Nonnen so rumlaufen? Die Nonnen? Die Aufpasser. Es ist immer wieder faszinierend, wie so ein Spiel wirklich so eine Atmosphäre aufbauen kann. Das ist der Wahnsinn. Da ist ein E. Warte mal. Das schnappe ich mir nochmal eben ganz kurz. Was? Wenn der Zeiger rot ist, ist Gefahr in der Nähe der Tür. Oh, okay, warte. So, warte mal. Hier rechts war doch schon gerade wieder eine von denen, ne? Wir halten mal so ein bisschen Abstand. Die noch ein Stückchen weiter. Ich habe hier nirgendwo einen Schrank. Oh nein, warte mal. Wir gehen eben kurz die Treppe hoch. Ich warte mal eben ganz kurz, bis sie kommt. Okay, da unten sehe ich den kleinen Pixel langlaufen. So, okay, sie ist weg. Ich gehe mal wieder hier hin. Das Geräusch kam mir beim letzten Mal irgendwo von rechts. Von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass es hier... Das waren definitiv
nicht die Aufpasserin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier drinnen, ne? Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns vielleicht wieder in unser Zimmer verpissen sollten und uns die Bettdecke über den Kopf ziehen sollten, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher. Oh nein, warum machst du das? Das hat schon so ein bisschen was von S, ne? Ich weiß nicht, es erinnert mich einfach so ein bisschen daran, so. Wie kann der hier sein, wenn wir ihn gerade noch gesehen haben? In groß. How did you get all the way down here? Toy Story. Neues Ziel hinzugefügt. Geh zurück ins Schlafzimmer. Lass mich raten, das wird dieses Mal nicht so einfach. Oder? Jetzt wäre eigentlich der Moment, wo der Hase da langläuft. Oh! I don't know what you're playing at, Esther. If I catch you out of bed again, you'll be spending the night in the cellar. Do I make myself clear? Yes, Miss Beverly. Sympathisch, die Alte, auf jeden Fall. Now! Leise, es ist Nacht. Nicht so rumsch... Sorry. Ich muss... Sorry, es tut mir leid, Mann. Das ist meine Grobmotorik. Oh Gott, Alter. Oh. Ja, sorry, Leute. Ich hab's nicht so drauf, wenn's... Okay. 3, die 6. Ja, was denn jetzt? 3 oder 6? Muss ich mal entscheiden, du. Was? Das ist ein Traum, oder? Ich war's nicht. Ich habe mich definitiv dort nicht angehängt, um daran zu schaukeln, du. Bitte glauben Sie mir. Oh mein Gott, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, wahrscheinlich gehen wir da rein, du. Wir haben nichts Besseres zu tun, du. Ja, Mensch. Schon Feierabend. Oh, da habe ich ja gerade noch super viel Zeit dafür. Aua. Was ist denn das für ein komisches... Oh, ich krieg das so gar nicht hin mit der Steuerung. Was? Das sind diese Symbole, die wir eben gesehen haben, ne? Irgendwas ist da hinter mir. Und ich möchte, glaube ich, nicht wissen, was es ist. Jetzt müssen wir hier so Symbole einsammeln, oder was? Hm. Natürlich, das hört er, ne? Ich sag ja, das Spiel wird intensiv, Leute. Oh Mann, das ist so furchtbar mit der Steuerung, ey. Das Blöde ist halt, dass das Spiel auch kein Gamepad bisher unterstützt. Das macht die ganze Angelegenheit natürlich ein bisschen schwierig. Okay, wir hören zum Glück aber immer, wo es gerade ist. Ich gehe mal hier rein. Okay, der Raum ist so ein bisschen ernüchternd, möchte ich mal meinen. Was? Der war da gar nicht gewesen! Oh komm, bitte. Oh nö. Okay, wir versuchen es nochmal. Jetzt müssen wir hier halt alle Symbole finden, ey. Wie viele sollen das denn sein? Hier ist das nächste. Okay, sehr gut. Hier können wir auch noch rein. Kann ich denn hier machen? Ich höre hier komische Geräusche, aber hier ist... Hä, was sind das hier für komische Geräusche? Ich kann hier irgendetwas machen, aber ich weiß nicht was. Aber was ist das denn für ein komischer Sound gerade? Huh! Ach so! Was? Warum? Aua! Warum kommt da so ein Stachel raus, sag mal? Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Achso, die tauchen hier alle nacheinander auf. Okay, jetzt verstehe ich. Alles klar. Runter, da runter, 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 runter. Da kommt, glaube ich, gerade. Was? Ja, übertreib halt noch mehr. So, warte mal. Ich sehe da links schon das nächste Symbol übrigens. So, das war das vierte gewesen. Ja, übertreib halt noch mehr, Alter. Eine schöne schaukelnde Guillotine. Könnt mir nichts Geileres vorstellen. Hä, wie soll ich da denn jetzt lang? Okay, wait, warte mal. Warte. Ha! Ja, das funktioniert so. Mehr oder weniger zumindest. Okay. Dann nochmal hier kurz hoch. Das ist ja komplett übertrieben halt. So, warte mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ha! Komm. Ja, okay, und das ist das nächste Symbol. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziges. Okay, Leute, hier ist das letzte Symbol. Ich kann mir das jetzt holen. Boah, mir darf jetzt wirklich hier nichts mehr passieren. Ich weiß nicht, wo ich jetzt... Okay, es ist vorbei. Ich muss dazu sagen, das war gerade wirklich Stress pur gewesen. Die Steuerung ist einfach echt... Ich weiß nicht, ob ich einfach nicht so dran gewöhnt bin, aber ich hoffe, in der Vollversion kommt da noch irgendwie eine wunderschöne Controller-Unterstützung, weil so mit Tastatur ist das echt, nicht schön. Irgendwas brennt hier, ne? Warte mal. Da unten, au, tatsächlich. Gut, pass auf. Dann machen wir einfach mal genau das, was kleine Kinder machen würden. Und zwar, wir laufen einfach mal instant ins Feuer rein. Ja, das könnten wir... Ich könnte es aber auch sein lassen, du. wie soll ich denn jetzt hier das Feuer löschen?
Der Eimer war da eben noch nicht gewesen. Ich wollte es nur mal kurz gesagt haben. Oh, wir können jetzt richtig Items mitnehmen. Das ist nice. Oh, aber wir haben noch kein Wasser. Ach, darum das Badezimmer. Ich dachte die ganze Zeit, wofür sind die beiden Räume? Jetzt macht das Sinn. Okay, warte, da war schon wieder dieser Schatten. So, dann einmal mit Wasser gefüllt. Wir hätten auch einfach reinpinkeln können, aber das ist eine andere Geschichte, liebe Freunde, die ich nicht weiter erörtern möchte. Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau Esther, let's go. Und diese Demo, möchte ich nur mal kurz gesagt haben, geht jetzt eigentlich schon viel zu lange. Was? Okay, jo, ganz normal. Alter, Mädchen, ey, du hast aber komische Albträume, ey. Ich würde mir ja echt Sorgen machen. 4, Molly. Es geht immer noch weiter. Wie lange ist denn das? What do those symbols mean? And why do I keep seeing them? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warst du mal in irgendeiner satanistischen Sekte? Moin. Molly, you put Mr. Hop in the kitchen last night and got me in trouble. What? That wasn't me. Why would I go anywhere near Mr. Hop when I have Miss Bo? Are you sure you weren't just sleepwalking? Alter, you know, maybe if you didn't act like such a princess and tried to be nice, we all might actually like you. Was? Was? You should go apologize. Ich entschuldige dich bei Molly. Gut, das könnte ich jetzt machen. Kann ich aber auch lassen. Nein, liebe Freundin, man sollte sich ja nicht auf dasselbe Niveau runterlassen. Wo ist denn die jetzt eigentlich hingelaufen? Hier rein zufälligerweise? Nein, okay, warte mal. Meine Güte, Alter, die Demo, die geht jetzt schon übel lange, ne? Wobei, ich habe mich auch ein bisschen dämlich angestellt, das muss man dazu auch sagen. Bei mir dauert es immer so doppelt so lange. Und das ist eigentlich nicht mal ein Witz, das ist ziemlich traurig, Leute. Aber wo ist sie denn jetzt? Molly, komm mal her, ich hab's nicht so gemeint. Where did you go? Eigentlich meinte ich es noch viel ernster durch. Ich habe mich nur schon ein bisschen zurückgehalten. Bestimmt in der Bücherei, oder? Das ist nicht die Bücherei, Leute. Ich glaube, ich bin hier gerade irgendwie aus Versehen in so eine falsche Dimension abgebogen oder sowas. Oh, Alter. Mädchen, du machst dir auch keine Sorgen oder so, ne? Ganz normal. Oh. Oh. No, oder? Der Tiger, klar. Mit dem werden wir sicherlich auch noch zu tun bekommen. Oh nein. Und Mr. Hobbs. Danke. Hat mich jetzt nicht so sehr erwischt, aber es war okay gewesen. So, End of the Demo. Oh, ich habe mich schon gefragt, wann das Ding aufhört. Also nicht, dass ich aufhören wollte zu spielen, aber das ging jetzt schon ziemlich, ziemlich lang. Okay, Leute, das war jetzt auf jeden Fall die Demo zum Mr. Hobbs Playhouse 2. Ich bin auf jeden Fall mal super gespannt auf die Vollversion. Wir haben jetzt eben halt neue Gameplay-Elemente. Wir haben es jetzt nicht nur mit Mr. Hobbs zu tun, sondern halt dann auch wohl noch mit diesem Panda und diesem Tiger halt. Und dann halt auch noch diese ganze Story rund um die drei Freunde. Super interessant. Die Vollversion kommt dann irgendwann 15. Juni raus, wenn ich mich recht entsinne. Also allzu lange müssen wir auch nicht mehr warten. Und wenn ihr jetzt auch nochmal gerne den ersten Teil nachholen wollt, könnt ihr das übrigens gerne hier auf dem Zweitkanal mit diesem wunderschönen Video. Könnt ihr gerne mal raufklicken und ein Abo dalassen, würde mich mega freuen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss, euer Tobi Toast.